Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, den Reigen an Informationen mit etwas ganz Besonderem zu beginnen, und zwar mit der Vorstellung einer neuen Technologie, die den Umgang mit Daten fundamental ändert. Und warum müssen wir etwas fundamental ändern? Weil wir im Bereich der Datensicherheit irgendwie noch im Mittelalter stehen geblieben sind. Wir denken immer noch in Mauern. Wir denken nicht, dass wir einen Schutz erreichen, indem wir eine Mauer drum bauen. Und das hat anfangs auch funktioniert. Wo Themen entwickelt wurden in der IT, war das auch noch legitim. Heutzutage schaut es ein bisschen anders aus. Heutzutage ist es extrem schwierig zu definieren, wo baue ich meine Mauer auf, was schütze ich nicht. Wir hatten vorher über europäische Souveränität gesprochen. Wenn man an eine Mauer denkt, werden wir scheitern. Und wir haben eine ganz, ganz neue Möglichkeit da gefunden. Wir nennen das, wie der Titel auch schon sagt, unsichtbare Daten. Was wir erfunden haben und wofür es innerhalb der Technologie verschiedene Anwendungsfälle sind, dass die Daten unsichtbar werden. Das heißt, es ist vollkommen egal, wo Sie die Daten speichern, mit wem Sie die Daten austauschen, sie sind erstmal unsichtbar. Und für einen bestimmten Anwendungszweck werden die Daten temporär sichtbar. Das heißt, es ist ein komplett neuer Ansatz, die Daten sind immer unsichtbar, Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen um den Schutz, und für einen bestimmten Zweck werden sie sichtbar. Ich habe das jetzt mal ein bisschen konkretisiert und fange mal an mit dem Thema Verschlüsselung, was wir sehr häufig ja verbinden mit Sicherheit. Wenn man sich Daten mal anschaut, werden die anfangs erzeugt, wir bauen Schutz auf und wir nutzen sie. Wenn wir die Daten erzeugen, ist heutzutage üblich, haben wir keinen Schutz. So, wir wollen sie schützen, Verschlüsselung, wir bauen den Schutz um die Daten rum. Haben schon mal das erste Thema, Schlüsselmanagement, wie tausche ich die Schlüssel aus, wo speichere ich die Schlüssel, wie entziehe ich die Schlüssel, haben schon mal das erste Problem. Aber das zweite, wesentlich größere Problem ist, wenn ich die Daten nutzen will, muss ich sie wieder entschlüsseln. Ich baue wieder den Schutz ab, und auch wenn es immer so schön anhört, wir haben Ende-zu-Ende-Schutz, was heißt das? Wir haben eigentlich einen temporären Schutz der Daten, aber wenn wir sie nutzen wollen, haben wir ein Problem. Nur statische Daten werden wirklich geschützt. Und das haben wir ganz anders gelöst. Bei uns sind Daten, wenn sie erzeugt werden, nichts anderes als ein Input für einen automatisierten Prozess, der abläuft und der die Daten umwandelt in das, was wir Non-Visible Data nennen. Man kann vereinfacht sagen, Binärdatenmüll, nur Nullen und Einsen, keine Metainformation, gar nichts außenrum. Und diese Daten werden eben sichtbar gemacht für einen bestimmten Einsatzzweck. Das heißt, Sie haben in der Mitte bei der Ablage der Daten kein Thema, die Daten sind immer von Anfang an geschützt und werden dann sichtbar gemacht. Diese Sichtbarkeitsmachung ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, weil wir haben noch ein anderes Thema bei Zugriffsverfahren heutzutage. Üblicherweise gebe ich ja meinen Benutzernamen ein, meinen Zwei-Faktor, was auch immer, und das System überprüft den Input mit den gespeicherten Werten. Es ist immer ein Vergleichswert. Und am Ende, wenn die Antwort ja ist, dann kriege ich Zugriff auf meine Daten, auf die Schlüssel, die ich entsprechend nutze, für die Entschlüsselung der Daten und so weiter. Und das große, große Problem liegt eigentlich hier in der Mitte. Weil, wenn wir einen Vergleich von Input und gespeicherten Werten machen, weiß jeder Angreifer sofort, was die Antwort ist. Ist ein Ja. Und das ist das Problem, was wir haben, insbesondere in Cloud-Environments oder da, wo ich dem Provider nicht vertrauen kann, dass wenn man genügend Berechtigungen auf den Systemen hat, ist man in der Lage, jegliche Zugriffsverfahren zu umgehen. Und deshalb machen wir das ganz anders. Es schaut zwar erstmal ähnlich aus, weil wir natürlich auch Input haben, den wir nutzen, um den Zugriff zu ermöglichen, aber statt einem Vergleich nutzen wir diese Informationen für einen Algorithmus, den wir füttern, um am Ende eine Referenz zu berechnen, eine Einmalreferenz, die den Zugriff auf die Daten ermöglicht. Und das Relevante dabei ist, dass wir eben auch den Zweck dieser Daten damit einfließen lassen können, weil es kein Vergleich ist, sondern man kann sehr, sehr granular für einen bestimmten Zweck diese Informationen in den Algorithmus einfließen lassen und berechnet sich einen Wert. Und dieser Wert nimmt genau für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Zeitpunkt Zugriff auf die Daten, die ich dann finde. Das ist eben komplett anders. Zweckgebundener Zugriff, Daten sind immer sicher. Und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, was bringt denn das Ganze erstmal? Schlussendlich geht es darum, wir müssen in einer Welt überleben ohne Mauern. Wir müssen Daten immer geschützt ablegen, möglichst ohne unser Zutun. Deshalb ist es wichtig, dass es autonom diese Verfahren ablaufen. Es ist wichtig, dass Daten nicht mehr manipulierbar sind. Das ist auch im Rahmen dieses Verfahrens, weil die Daten werden unsichtbar und die Sichtbarmachung stellt sicher, dass die Daten eben nicht verändert werden können. Und damit kann ich ganz neuartige Lösungen schaffen. Also zum Beispiel ja, Austausch von Informationen, Kommunikation, Kollaboration von
System, ohne dass ich von außen was sehe. Ich sehe immer nur Binärdatenmüll, der irgendwo liegt, irgendwo ausgetauscht werden muss. Ich habe keinerlei Angriffsvektoren, die ich üblicherweise habe. Und nur die Systeme, die Personen, die Applikationen, die Zugriff auf diese Daten bekommen sollen, sind in der Lage, diese Informationen sich rauszuziehen. Also wir haben zum Beispiel einen Case im AI-Bereich. Da geht es darum, dass die Daten von verschiedensten Quellen kommen und nur der Server selbst hat sozusagen in seinem Hauptspeicher, in seiner CPU, die Daten vorliegen. Der Betreiber kriegt davon nichts mit. Es sind nur Datenflüsse, die wahrnehmbar sind. Und damit kann ich ganz, ganz neuartige Sachen machen. Anderes Thema, was extrem wichtig ist, ist ja so ein bisschen Kontrollverlust, den wir heutzutage machen. Weil wenn Sie Ihre Daten irgendwo weitergeben, haben Sie keine Möglichkeit, das zu beeinflussen, was mit den Daten weiter passiert. Bei uns ist es so, dass wir die Daten quasi verleihen, weil diese Referenz eben immer berechnet wird, sodass Sie in der Lage sind, wenn ich im Algorithmus das ändere, diese Daten wieder zu entziehen. Weil das Gegenüber berechnet sich den Wert, aber wenn er bestimmte Informationen nicht hat, dann findet er sie schlichtweg nicht mehr. Und damit kann ich Daten wirklich für einen bestimmten Zweck geben, aber auch wieder aktiv entziehen. Also jetzt im Bundeswehr-Kontext vielleicht, was ich, wenn ich Trainingsmaterial habe für Waffensysteme, ist es ja ganz schön, wenn ich diese Informationen verteile an die entsprechenden Teilnehmer, aber danach will ich zu 100% sicherstellen, dass die Daten wieder weg sind und ich entziehe diese Informationen wieder. Okay. Natürlich auch im nicht-militärischen Bereich gibt es da viele Anwendungen. Ein Thema, Langfristspeicherung hochsensitiven Daten, zum Beispiel Gesundheitsinformationen. Da ist es eben so, dass ich sehr effizient Daten ablegen kann und diese Rohdaten ablegen kann, aber dann wieder für bestimmte Zwecke sichtbar mache. Quasi, sagen wir, Krebsforschung. Ich habe alle meine Patientendaten über mein gesamtes Leben gespeichert und mache bestimmte Informationen davon sichtbar für die Forschung. Und mehr Details gibt es dann draußen im Meet the Speakers. Danke.